So, hallo. Wir machen weiter bei Metroid Dread. Letztes Mal haben wir die Bomben bekommen für unseren Morphball. Oh, das ist eine Freundschaftsanfrage. Kann ich die mittendrin annehmen, ohne dass ich hier irgendwie groß raus muss? Dann machen wir das einfach fix, sonst vergesse ich das. Ah ja. So. Zack. So, ich nehme einfach alle an, bis voll ist. So, keine Ahnung, ist ja auch egal. Gut. Also nach da dürfen wir nicht mehr, da ist Eis. Wir sind auf Dairon unterwegs und haben jetzt hier alles eingeschaltet und haben dann dadurch hier die Bomben gefunden, mit denen wir jetzt diese Dinger hier nutzen können, diese Morphballwerfer, was schon mal eine sehr interessante Geschichte darstellt. Weil wir da ja schon ein paar gesehen haben. Hier unten irgendwo war zum Beispiel. Ja, da war einer. Richtig. Nee, das ist ein Emmy-Ventil. Ja, moin. Da war einer. So nämlich. Und jetzt kommen wir nämlich dann da lang. Und dann, okay, und dann geht's hier weiter. Dann geht's hier den nächsten Bereich vom Emmy-Gebiet. Und dann geht's wahrscheinlich hier wieder raus. Und dann ist hier der Transport zur nächsten Ebene. Oh, wir werden wahrscheinlich auch diesen Emmy noch nicht sofort erledigen. Wahrscheinlich werden wir dann so und vielleicht hier wiederkommen und dann da rein und dann so irgendwie Stück für Stück da hoch. Eieiei, also das ist wirklich immer echt interessant aufgebaut, wie diese Emmy-Gebiete funktionieren. Bis man dann mal wirklich zu der Situation kommt, dass man das Viech zerstören kann, wenn man die Zentraleinheit gefunden hat. Boah, ja. Das alles irgendwann mal wieder abzulaufen, das wird oioioioioioi. Also die 100% werden interessant. Da werden wir dann ganz viel Backtracking-Parts haben, aber ist dann halt so. So, ja, moin. Der geht gar nicht mit einem Schuss kaputt. Aber wir können uns hier mal wieder vollladen. Das machen wir glatt. So. Lass mich kurz gucken. Aber da ist jetzt alles Eis. Also da brauche ich gar nicht versuchen. Das brauche ich gar nicht versuchen. Da unten könnten wir jetzt rein. Da waren wir noch. Ach, das ist direkt hier. Das, wo ich meinte mit dem Morphballwerfer. Ah, dann kommt der hier raus. Ah, das ist nur eine Abkürzung hier rein. Und dann ist aber hier der nächste gewesen. Okay. I see, I see. Jo, was bist du denn jetzt? Ah, du bist. Ich weiß, was du bist. Genau, du bist das Viech, was wir schon mal hatten. Will ich in die Richtung? Ist da auch noch mal irgendwas? Ich meine, hier wäre ein bisschen Container. Aber da komme ich nicht ran. Da muss ich von irgendwo anders hinkommen. Ah, und ich komme auch gar nicht zurück im Moment. Ich komme im Moment gar nicht zurück. Ah, ist natürlich doof. Weil ich hier nicht durchkomme. Durch dieses Elektro, was auch immer das ist, Ding. Ja gut, dann können wir eigentlich auch einfach abhauen. Genau, da. Das ist dieses Elektrozeug, da komme ich nicht durch bisher. Aber hier kommen wir durch. Und kann jetzt da nach unten. Zack. Oh, dang. Was ist denn jetzt hier passiert? Da waren wir zwar schon, aber da war noch nicht dieses. Ist das der Boss der Ebene, der hier zusammengesetzt wird? Oder was? Was? Das sieht sehr fragwürdig aus. So, aber jetzt kann ich, wie gesagt, hier rein. Und da geht's dann weiter. Ja, dann werden wir jetzt erstmal wieder ein neues Gebiet betreten. Wenn ich mir das so angucke. Ich könnte zwar jetzt auch gleich wieder zu. Okay, ich könnte auch. Okay, muss ich gar nicht. Ich muss nicht ein neues Gebiet betreten. Ah, nee, das ist ein Speicherpunkt. Ich trottel. Das ist da unten das Gebiet. Also, wir kommen auf jeden Fall erstmal wieder ins Emmy-Gebiet. Und dann wahrscheinlich Stück für Stück runter zu dem neuen Transporter-Gebiet-Dings. Was dann schon das vierte Gebiet darstellen würde. Okay. Gut, also. Oh! Oh! Ja, habe ich einfach mal nach oben geschossen versehentlich. Aber okay, das wäre ein ziemlich großer Bereich gewesen, um zu treffen. Ja, cool. Okay. Der ist gleich da oben, das gefällt mir gar nicht.
Ja, okay, der ist immer da oben anscheinend. Ja, aber wenn der explodiert, das ist doch... Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich verhindern kann, dass der explodiert. Ich glaube, ich habe eine Idee. Genau. Dann juckt der mich nämlich nicht. Ja, nee. Wie rutsche ich denn nochmal? Ich habe vergessen, wie man... Okay. Wenn man kaum hat man andere Fähigkeiten, weiß man nicht mehr, wie man rutscht. Das ist auch, ne? So, und hier geht's nämlich jetzt ins... Genau, da geht's nämlich dann weiter. Wir könnten auch... Da wäre der nächste... Ah, nee, ist das entweder Emmy-Ventil? Hm. Ich kann ja nochmal dahin zurückgehen. Oh, shit. Warum checkt der denn, wo ich bin? Das ist so frech, ne? Das ist da unten rum. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, aber hier unten kann es eigentlich nicht weitergehen. Eigentlich kann es da unten nicht weitergehen. Ja, das war jetzt blöd. Ach, jetzt ist zu. Kacke. Ja, scheiß drauf. Ja. Ja, wir starten eh direkt davor. Ich wollte ja nur mal nach unten gucken noch. Aber ich denke nicht, dass ich da... Na, aber wir starten hier, deswegen, ich kann es einfach mal probieren. Ich denke nicht, dass ich da irgendwie... Genau, ich komme da noch nicht durch. Das ist der Punkt. Ah, hier ist noch zu. Und hier ist... checkt er mich hier? Okay. Ja, never mind. Gut, dann lassen wir das. Ach ja. Ist der nächste Abschnitt so ein bisschen ein Höhlenwasserabschnitt vielleicht, wenn ich mir das so angucke? Das könnte in die Richtung gehen, ne? Yo. Yo, was bist du denn? Ah, mein Gott. Die sind ja stressig, die Kollegen. Ah, come on. So, da ist der Transporter. Außer Transporter ist hier nichts, ne? Das ist immer nur das Transportgebiet. Aber wenn ich mir das so angucke, das führt zu einem Höhlengebiet oder irgendwas. Ja gut, aber wir werden jetzt also ein neues Gebiet kennenlernen. Oh, das ist mal etwas kleiner. Okay, es ist mal etwas kleiner. Da habe ich gar nichts dagegen. Die Maps sind wirklich schon recht groß genug. Es ist okay, wenn die nächsten Maps mal ein bisschen kleiner werden. Burenia. Burenia. Oh, Cosmo spielt Metroid Dread. Gute Entscheidung. Sehr gute Entscheidung. So. Ja, es ist so ein Wassergebiet, das dachte ich mir schon. Dann könnte es sein, dass wir hier vielleicht den Gravity Suit irgendwann bekommen. Ah, da wo man lernt zu schwimmen. Das ist dann die Schwerkraft. Ja, ich meine, die Energie ist jetzt noch kacke. Ich hoffe mal, wir kommen hier gleich in irgendeine Heilungsgeschichte rein. Was machst du? Achso, du machst einfach nur sowas, okay. Okay, also hier komme ich wieder hoch. Alles easy. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus, wie wenn ich das zerstören kann. Oh! Da komme ich safe nicht ran, weil ich Dings machen muss, ne? Da muss ich safe hinrennen. Ah, oh, so ärgerlich, dass wir unser, nächster Energy-Dings. Weil wir nur noch einen brauchen. Ja, okay, also hier wird es, denke ich, vermehrt um das Elektrozeug gehen. Jo, das da hinten war auch gerade interessant. Und ich denke auch um den Gravity Suit. Ich denke schon, dass es hier um den Gravity Suit gehen wird, weil im Moment kann ich mich hier noch überhaupt nicht ordentlich bewegen, ne? Ich denke, das wird sich dann bis dahin geändert haben.
Komm, gib mir das. Danke, dass das Gepiepe aufhört. Komme ich im Moment eigentlich? Ja, okay, noch komme ich zurück. Ah, die gehen gar nicht auf. I see. Okay, dann muss ich das irgendwie aufmachen. Okay. Ja, da ist noch einer. Fast nicht gesehen. Okay, jetzt kommen wir wieder raus aus dem Wasser. Das ist doch schon mal was. Oh, kommen wir vielleicht von der anderen Seite? Wait a moment. Was ist da oben? Geht es irgendwie kaputt? Ah, die Rennblöcke. Natürlich, klar, logisch. Wie sollte es auch anders sein, ne? Kann ich das Ding da oben kaputt machen? Ja. Ah, geh weg. Ich weiß nicht, ob ich den zerstören kann. Oder ob ich den nur... Ah, doch, kann ich. Oh, da gibt es sogar schön Energie. Gut. Rollen wir hier mal durch. Okay. Das sieht gefährlich aus. Hier passiert nichts. Okay. Ah, ja. Na dann erzähl mal, Adam, wo wir sind. Daten werden hochgeladen. Die unteren Ebenen von Urania sind größtenteils überschwemmt. Du wirst einen Gravity Suit benötigen, um dich dort so effizient wie möglich fortzubewegen. Mhm. Habe ich schon vermutet. Wie der Kreckelbeam oder der Swiss-Train können dir dabei helfen, dich unter Wasser fortzubewegen. Versuche, sie so schnell wie möglich zu erlangen. Es gibt auch wieder den Grapple-Beam, okay. Space Jump wäre mir fast lieber. Grapple-Beam ist halt wirklich nur da nützlich, wo auch solche Grapple-Beam-Felder sind. Das ist leider nicht überall nützlich und bisher haben wir kein einziges so Feld gesehen. Yikes, was bist du denn? Okay. Okay, das ist interessant gelaufen. Lul. Wie komme ich jetzt an dem Viech da vorbei? Alter, die... Mach dich mal weg, Kollege. Holy shit. Der ist ja richtig böse drauf. Komm ich da hoch? Hallo? Ja, hätte mich jetzt auch gewundert. So. Okay, da komme ich hoch. Ja. Ah, Aufladung, Aufladung, Aufladung. Oh, ist nur die für die Munition. Scheiße. Komme ich da irgendwie? Ah, komme ich nicht durch. Wegen Elektrogramm. Okay. Yikes! Ich dachte, da ist vielleicht was. Was war nur... Koralle! What the hell? Ach, da gehen die rein, die Viecher. Ich verstehe, das ist denen ihr Weg. Oder deren ihr Weg. So. Problem ist jetzt... Ah, nee, alles gut. Hier kann ich ran. Hier kann ich lang. So. Mal gucken, ob ich bisher irgendwas übersehen habe.
Oh, das, dieses grüne Ding ist sogar irgendwas. Okay. Weiß noch nicht, was das kann, aber gut. Vielleicht ist das für den Grapple Beam, dass man das irgendwie so rausziehen kann. Keine Ahnung. Hier geht's jedenfalls weiter. Ah Mann, das trifft mich immer. Da oben ist eine Wand. Also da könnte ich die ganze Zeit entlang. Das ist schon mal gut zu wissen oder zu merken. Ja, dann müssen wir das wahrscheinlich auch machen, weil ich glaube nicht, dass ich... Aber wir gehen das mal so rum. Wir gehen das mal hier rum. Weil ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, dass das hier einfach nur ein Bonusweg wäre. Scheiße. Kommando zurück. Alle dumm gelaufen hier wieder. Okay, dann klettern wir einmal hier oben lang. Schießt sie einfach los. So. Oh, das führt mich, jawohl, zu einem Missile Tank. Sehr schön. So, aber wozu ist jetzt dieses Ding da? Hier ist effektiv eigentlich nichts. Okay. Ja, gibt mir Energie. Sehr gut. Sehr wichtig. Jawohl. Mehr Energie. Schade. Ah, doch, war Energie dabei. Ja, sehr gut. Ja, perfekt. Okay, ich denke, das reicht erstmal für den Anfang. Wieder. So. Okay, da unten ist wahrscheinlich so eine Plattform zum Hochziehen. Okay. Okay, das Viech muss erstmal weg. Und zwar ohne, dass er mir gleich ins Gesicht springt. Er genauso. Tschüss. Oh! Nein, nein! Och, Mensch, da wollte ich ran. Sind die auch so kaputt, Dings? Also sind die auch so, dass ich da runterfalle? Ja, natürlich. Der ganze Boden ist das. Okay. Ah, ich komme aber gleich wieder hoch. Ah, da muss ich mir was überlegen. Ob ich da schon hin kann, ist die Frage. Da würde ich natürlich gerne gleich hinkommen. Vielleicht komme ich da aber auch noch nicht hin. Kann schon sein. Ah, yeah. Nee, das bricht sofort. Ist das hier hinten auch nochmal oder ist das dann fest? Ah ja, natürlich. Okay. Das wäre vielleicht... Vielleicht kann man das mit dem Grapple Beam verbinden. Das könnte sein, ich weiß es nicht. Wir fahren jetzt erstmal hier rüber. Ah, das ist so ein Ding. Ach nee, das ist... Ah, okay. Ich darf da nicht drauf treten. Es geht nur rückwärts. Ja, gut. Also hier komme ich leider noch nicht ran. Ich denke, das können wir festlegen. Aha. Ein Speicherpunkt. Den nutzen wir doch gleich. Zack. Und wieder raus. Ich mag aber sehr das Setting hier. Also auch wenn es Wasser ist und ich Wasserlevel nicht mag, grundsätzlich, aber so das Setting von der Forschungseinrichtung hier gefällt mir schon ganz gut. Auch so einfach so Hintergründe wie der hier, der überhaupt nichts bedeutet, aber halt einfach da ist. Das macht es einfach lebendiger. Also, das ist einfach... Oh mein Gott, dieses Ding schon wieder hier.
Mach dich um Gottes Willen weg. Alter, wie ich diese... das ist ja... Das ist mein Hassgegner hier erstmal jetzt wieder. So, da ist das Wasserding, ne? Da komme ich nicht ran. Das Stromding, wollte ich sagen. Oh, da komme ich nicht hoch jetzt, oder? Ah, das ist Eis, da komme ich hoch. Ne, also nicht Eis, aber... Das ist diese... Aber ich komme nicht mehr zurück, wenn ich da jetzt runterspringe. Aber ich kann... Ich habe auch keinen anderen Weg. Nee. Wait, was ist das? Ah, das war die Plattform hier, ne? Die Druckplattform, genau. Nee, ich muss da runter. Okay, wir gucken mal. Ach du Scheiße. Ja, jetzt sind wir ordentlich in die Tiefe. Ist hier irgendwas? Sieht nicht danach aus, ne? Also muss jetzt wieder versuchen hochzukommen. Ach, geh weg. Da komme ich schon mal rein. Rolle. Okay, da komme ich hier hoch. Aha. Was haben wir denn da? Ein Teleporter, ne? Das ist definitiv ein Teleporter. Okay, da komme ich nicht hoch. Das ist jetzt die andere Seite. Das ist die andere Seite von der großen Grube. Ah nein, hier komme ich... doch, hier komme ich raus. Aber zum Teleporter komme ich nicht, weil hier ist zu. Okay. Aber wir haben noch Wege. Also wir haben noch hier ganz viel zum Ablaufen. So, jetzt nutzen wir erstmal die Viecher zum Aufladen. Ich denke, genau für sowas sind die auch hier positioniert. Und dann haben wir hier... okay. Was bist du denn? Jo, ist das jetzt einfach das Ding für die Elektrodinger? Flash Shift. Was ist das denn? Ah, einfach ein Item hier bekommen, okay. Was kann sie denn jetzt? Mit dieser für den Kampf geeigneten Ion-Fähigkeit. Oh, das ist für das Ion-Zeug. Kann sich Samus blitzartig über eine bestimmte Distanz nach vorne oder nach hinten bewegen? Oh! Okay. Halte bei voll aufgefülltem Ion A gedrückt, um den Flash-Shift einzuleiten. Neige dann L nach links oder rechts, um dich blitzartig in die entsprechende Richtung zu bewegen. Alternativ hierzu kannst du auch A drücken, während du mit Hilfe von L bewegst. Die Fähigkeit ist auch in der Luft einsetzbar. Wir können Samus direkt bis zu zwei weitere Flash-Shifts ausführen. Der Einsatz einer Flash-Shift, der hätte die eine komplett. Ah ja. Ah ja. Als praktisch eine Art Dash. Geht aber nur nach links und rechts. Oha. Oh Gott. Okay. Ich habe bisher keine Ahnung, wofür das nützlich sein könnte. Vielleicht für irgendwelche großen Lücken oder so. Aber ich kann ja eigentlich... Ah, unter Wasser kann ich halt noch nicht so gut springen. Mal gucken, ob das was bringt. Hm. Ja, ich bin mal gespannt. Ach so. Jetzt kann ich diese Dinger sozusagen umgehen. Oh, okay. So, die Frage ist jetzt, will ich nochmal hier runter? Aber ja, will ich definitiv.
Missile Plus Container, den nehmen wir auf, den holen wir uns auf jeden Fall. Aber ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht spontan, in welcher Situation ich bisher dieses Flash-Shift gebraucht hätte, schon wieder. Dieses Flash-Shift gebraucht hätte, das wüsste ich jetzt gar nicht spontan. Ich hätte Abs bestimmt schon mal gebraucht, keine Ahnung. Aber ich wüsste nicht wo. Außer halt jetzt bei solchen Rollladentüren, aber davon hatten wir bisher kaum welche. So, jetzt muss ich mal probieren, ob das auch in der Luft geht. Nice, da haben wir den einfach mitgenommen. Sehr gut. Okay, da komme ich schon mal nicht hoch. Ah, shit. Aber wir müssen jetzt mal testen, wie ich mich unter Wasser mit dem Ding bewege. Ach, gar nicht! Unter Wasser geht das Shift schon mal nicht. Okay, wofür habe ich das dann? Wo haben wir denn... Also vielleicht gibt es hier einfach mehr Rollladentüren, die ich noch nicht realisiert habe. Kann natürlich sein. Aber es fühlt sich jetzt im Moment noch relativ wenig gebräuchlich an. Aber wie gesagt, wir werden vielleicht noch die ein oder andere Möglichkeit wahrnehmen, wo das sinnvoll ist. Gut. Da unten sind wir noch nicht durchgegangen, aber ich weiß auch gar nicht, warum ich da durchgehen sollte. Weil im Endeffekt ist ja hier, ja, nix. Genau. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Dann haben wir hier erstmal nichts mehr. Zu tun, so richtig. Oder kann ich jetzt durch so... Nee. Durch so Dinge kann ich nach wie vor nicht durch. Ist ja auch Quatsch, ergibt gar keinen Sinn. Ah, zu schlecht. Ha. Ja, speichern wir mal den Flash-Shift. Ist tatsächlich das erste Mal, dass ich ein Item habe, wo ich sage, wüsste ich jetzt gar nicht, warum ich den gewollt hätte. Aber gut. Vielleicht kann er ja mehr Dinge als... Ach, gucke mal! Ach, gucke mal! Doch, da habe ich doch gleich eine Verwendung. Da habe ich doch gleich eine Verwendung für den Flash Shift. Ja, gucke mal. Habe ich komplett vergessen. Ja, Mensch. Sehr schön. Und das ist ein richtiger Energy Tank. Das ist nicht mal einer von den... Ach, und da oben kommen wir jetzt auch durch. Das ist nicht mal einer von den Herzteil-Tanks, wollte ich sagen. Ja, da oben kommen wir jetzt auch durch. Kann ich da gleich so rüber dashen? Geht das? Ja, nice. Okay, sehr gut. Okay. Ja gut, also solche Dinger können wir jetzt nutzen, aber bisher haben wir die halt kaum gesehen. Deswegen habe ich die jetzt auch nicht als... so nützlich erachtet. Aber klar, wenn die jetzt öfter auftauchen... Logisch, dass es dann sonst nicht weitergegangen wäre. Ah, jetzt sind wir hier, wo ich vorhin runter wollte. I see, I see, I see. Na, also zumindest hilft mir der Flash-Tank nicht bei meinen... Der Flash-Shift nicht bei meinen aktuellen Problemen. So meinte ich das halt. Hier bei den neuen Problemen hilft er mir schon. Die hat er direkt gelöst. Aber so an sich... Oh, lol. Kann ich das da durchschießen? Nein. Ah, ich wollte schon sagen, jetzt müsste doch das Wasser da hochfließen. Ja, es ist allerdings nicht gut, dass das Wasser da hochfließt, weil jetzt komme ich da nicht mehr ran. Aber vielleicht hat sich dadurch was anderes getan. Also da komme ich noch nicht hoch, ist okay. Muss ich so akzeptieren. Nee, ich hätte sich leider nichts getan.
Nichts gesagt. Gar nichts gesagt. Und jetzt sinkt es dadurch ab, hier, das Teil. Okay. Also, holen kann ich da nichts, aber... Jetzt hat sich das Ding abgesenkt. I see. Und jetzt ist hier nämlich kein Wasser mehr. Und jetzt haben wir hier normale Gravity praktisch. Und können jetzt hier rein. Zack. Und da sind wir im nächsten Transportgebiet und das führt jetzt wieder zurück nach Dairon. Ziemlich safe führt das wieder zurück nach Dairon. Wie ich es ja vermutet hatte. Genau. Okay, dann passt ja alles. Sehr schön. Dann schätze ich, geht's im nächsten Part ziemlich fix zur Zentraleinheit. Ich denke, das ist der nächste Abschnitt. Und dann haben wir endlich die Boosts. Also die, ne, die... Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Dieses Speed-Upgrade halt. Okay, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn wir unten auf Dairon angekommen sind. Danke fürs Zuschauen und tschüss.